Seid mir gegrüßt, meine Pokéfreunde, hier ist wieder mal der Tywald. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Opening. Heute ist wieder Donnerstag, das heißt, es gibt wieder ein älteres Set. Und heute habe ich was richtig Cooles dabei. Und zwar habe ich diese Blister gekauft. Das sind drei Blister mit Diamant-Perk-Sets. Wir öffnen heute aber nur einen, die anderen beiden verwahre ich erstmal. Ich zeige es noch auf der Kamera unten, auf dem Unboxing-Matte quasi. Zwei Booster Diamant-Perl erwachte Legenden. Und einer rätselhafte Wunder. Richtig cool, ich freue mich. Erwachte Legende habe ich, glaube ich, noch gar nichts geöffnet. Und die Booster-Artworks mit Luxtra, richtig nice. Eine Sache würde ich vorher noch machen. Und zwar haben wir im letzten Stream, oben rechts im i verlinkt, kleine Figuren von der Yukiko bekommen. Und die wollte ich mal kurz zeigen, dass wir die auch mal in richtiger, guter Auflösung sehen. Im Stream war das leider nicht so schön. Einmal haben wir ein wunderschönes Mew. Das hat die aus dem 3D-Drucker drucken lassen, bei sich in der Schule, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Sehr cool, dieses Mew. Dann haben wir hier auch noch ein Glumanda. Auch sehr cool. Er kämpft auf jeden Fall gut. Kommt bei mir natürlich alles in eine Vitrine oder einen Schrank später. Muss ich mal gucken, wie ich es hinkriege, wenn es profertig ist. Irgendwann. In einer fernen Zukunft. Visasam, auch sehr cool. Und natürlich, wenn wir Glumanda und Visasam haben, darf einer nicht fehlen. Und zwar der kleine Schildkrötenmann Shiggy. Die drei Kanto-Starter, sehr cool. Und Mew, also vier Kanto-Pokémon. Sehr nice. Sehr schön, auch vielen Dank dafür, Yukiko. Waren auf jeden Fall sehr cool, deswegen heute noch kurz ein Video gezeigt. Und jetzt hier den Blister, um den es heute geht. Diamant, Perl, erwachte Legenden und Diamant, Perl, rätselhafte Wunder. Ich bin gespannt. Eigentlich darf man sowas gar nicht öffnen. Es ist A, teuer und B, total selten. Aber wir haben noch zwei und die verwahren wir auch erstmal. Die kommen vielleicht dann irgendwann als 100.000 Abonnenten-Special oder so. Keine Ahnung. keine Aufforderung, euch zu abonnieren. Nein, aber wenn ihr wollt, natürlich gerne ein Abo dalassen. So. Der Blister geht relativ gut auf, aber die Booster sind... Oh, was ist das denn? Hier ist noch so ein komisches Extra-Teil drin. Okay. Oh, und Coin ist hier natürlich auch drin. Habe ich gar nicht erwähnt. Gucken wir uns gleich auch an. Oh, die Booster sind so schön. Diese Booster-Artworks mit Luxtra liebe ich jetzt schon. So. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Euch geht es soweit hoffentlich ganz gut. Und jo, lasst euch von der aktuellen Situation nicht allzu sehr ärgern. Ich denke, wir sollten alles Beste machen. Daraus machen, was wir können. Wir haben hier eine Rayquaza-Münze. Das ist ja cool. Mega schön. Ich glaube, die habe ich sogar noch gar nicht. Deswegen kommt die natürlich gerne in meine Münzsammlung. Sehr cool. Legen wir mal nach da. Und die Promokarte, die wir haben, ist ein wunderbares Latias in Level 45. Mit einem schönen, wunderschönen Holo-Foil mit so einem Punkten drauf. Ich glaube, es ist immer ein Galaxy-Foil. Ich weiß es aber nicht genau. Richtig nice. Wundersames Licht- und Nebelball. Sehr schöne Promokarte. Kommt natürlich gerne bei mir in die Sammlung. Interessant ist, dass das aus dem Pop 7 Set quasi ist, wie es aussieht. Das ist nämlich dieser Ball mit der 7, das heißt Pop 7. Interessant. In Holo, in den Pop Sets gibt es ja, glaube ich, nie Holos. Also ist das wahrscheinlich so ein, quasi ein alternatives Artwork aus dem Set in Holo. Da haben wir drei Booster, ich denke, wir machen es abwechselnd. Erwacht Legenden und dann rätselhafte Wunder. Mit Kramchef und den beiden Luxtra Boostern. Richtig schön. Werde ich natürlich aufschneiden, dass wir die behalten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Set kennt. Ich habe mich jetzt nicht wirklich informiert. Ich bin gespannt, was wir da ziehen können. Also generell Diamant Perl, das Beste ist natürlich, ich glaube, Holos tatsächlich. Boah, ich bin echt gespannt. So ein Booster ist natürlich auch locker ein Zehner mittlerweile vom Preis. Und wenn man die dann halt kauft, in der Regel hat man halt die Chance, sehr hoch ist die Chance, dass die abgewogen sind. Deswegen bin ich froh, hier einen Blister zu haben. Einen Blister kann man nicht abwiegen. So, erster Booster, Leute. Drei Karten gehen nach vorne für den Trick. Wie immer werde ich ein bisschen auf die Artworks eingehen. Ihr kennt mich, das machen wir gerne bei den alten Sets. So, Schluckwelch, ein schönes Artwork. Typisch Schluckwelch halt, hat ziemlich viel Hunger scheinbar. Anorid. Hundemon, oh nice. Mag ich sehr gerne, das Pokémon. Sieht auch cool aus. Mit Vergeltungszahn, brennendes Gefühl und helle Flamme. Capoeira. Oh, Dratini, das ist auch ein richtig schönes Artwork mit dem Regenbogen. Cool. Habe ich so noch nie bewusst gesehen. Sehr nice. Ein Driftlon mit so Windkrafträdern. Witzig. Tanzer. Ein Quapuzzi, das einfach mal so abhängt. Reverse Holo Avenaros Training. Okay, den Trainer kenne ich gar nicht. Wie gesagt, Diamant, Perl und Schwarz und Weiß sind die Serien, die ich nicht so viel gespielt habe. Also quasi gar nicht. Muss ich noch mal irgendwann nachholen, auf jeden Fall. Ziehe zwei Karten, solange Avenors
Avenaros Training neben deinem aktiven Pokémon liegt, fügen alle Angriffe deiner deinem aktiven Pokémon dem aktiven Pokémon 10 weitere Schadenspunkte zu. Okay. Okay. Cool. Und die Rare ist ein Heatran in Regular Rare, aber ein schönes Artwork, oder? Richtig feurig heiß mit Einschmelzen und Schwermetall. Ein Stahl-Pokémon, sehr cool. Heatran, das sieht gut aus. So, legen wir natürlich mal hier irgendwie hin, dass wir das noch einigermaßen sehen. Nächster Booster ist dann der Kramchef-Booster von Rätselhafte Wunder. Davon haben wir schon ein paar Booster geöffnet, weil die Booster auch teilweise in Timbox manchmal drin gewesen sind. Und ich meine, ich hatte auch ein paar Einzelbooster davon gekauft. In den guten alten Zeiten, als das noch nicht ganz so teuer war. Ich hoffe natürlich, dass wir heute wenigstens einen kleinen Hit haben, das wäre schön. Level-X-Karten, genau, Level-X-Karten sind natürlich die Highlights bei dir an Perl, fällt mir gerade ein. Level-X-Karten sind sowas wie GX-Karten, halt besonderer Mond oder V-Karten bei Schwert und Schild, quasi das Beste, was geht. Lombrero. Oh, die Finsternis-Energie als Spezialenergie hier noch, oder? Ah ne, ist normale Energie. Ne, doch, Spezialenergie, da steht's. Sehr cool. Ach genau, falls das aktive Pokémon an das Finsternis angelegt ist, angreift, fügt der Angriff dem aktiven Pokémon weitere 10 Schadenspunkte zu. Okay, also direkt auch ein kleiner Angriffsboost. Aber als Spezialenergie, es gibt viele Karten, die gezielt Spezialenergiekarten entfernen, deswegen war das wahrscheinlich ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Pinsir. Carnivana. Ein wunderschönes Knackleon. Felino, Grüße gehen raus an den Grabi. Er wartet darauf, dass er mir den Timestamp in die Kommentare schreibt, wo ich ein Felino gezogen habe. Aber auch eine schöne Karte. Pipi mit dem Mondstein. Pipi kann in dem Zug entwickelt werden, in dem es gespielt wurde. Okay, das ist nice. Man kann es auch direkt im ersten Zug direkt zu Pixie entwickeln, wenn man eins hat. Ein Potrod, das wunderbare Schildkröten-Pokémon. Ist ja quasi schon ein Meme, man kennt es. Sehr cool mit Topfpanzer und gärendes Gift. Reverse Holo Fukano, oh, auch ein schönes Artwork, schöne Karte, freut mich. Den Reverse Holo Effekt finde ich hier nicht so mega nice. Ich mag halt nicht so, wenn dieser Holo Effekt so durchgängig ist. Ich mag es ganz gern, wie es jetzt ist, dass da so ein bisschen noch Sterne oder halt die Zeichen, so eine Flamme wäre hier zum Beispiel eingearbeitet. Sowas mag ich eigentlich lieber. Und die Rare ist eine Burma Dame mit Sand umhaken und umschubsen. Schade. Auch hier, nö, kein guter Pull dabei. Aber einen Boost haben wir noch, mal gucken. Und ich würde sagen, bevor wir den jetzt einfach öffnen, nochmal einmal das Artwork anschauen. Luxtra, Diamantperl, erwachte Legenden. Ist das nicht ein tolles Artwork? Richtig schön. Auch die ganze Farbgebung mit dem Gelb und dem hellen Blau hier, finde ich echt gut. Schnipp, 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 schnipp. So, der letzte Booster ist offen für heute. Wie gesagt, Donnerstag sind meistens kurze Openings, weil die alten Sets sind halt schweineteuer. Da viel zu öffnen ist für mich noch nicht möglich. Drei Karten nach vorne. Und wir starten mit einem Ledian. Weiter geht es mit Inkognito, Yawn, Kraftreserve. Ein Kamerupt, das feurige Pokémon. Knofenser, oh, was für ein schönes Artwork. Richtig nice. Die Farben finde ich richtig schön, so aquarellmäßig so ein bisschen. Rabautz. Das Baby-Pokémon von Nocturne, Kikli und Capoeira. Hat auch die Fähigkeit Baby-Evolution. Einmal während deines Zuges kannst du Kikli, Nocturne oder Capoeira von deiner Hand auf Rabautz legen. Entferne alle Schadensmarken von Rabautz. Ah, das ist nice. Tarnhill. Nochmal das Driftlon mit den Windkrafträdern. Ein Krebskorps. Reverse Holo Blitzach-Tempel, eine Stadionkarte. Jedes Pokémon im Spiel, deine und die deines Gegners, das kein entwickeltes Pokémon ist, also quasi ein Basis-Pokémon, hätte man einfach sagen können, enthält plus 20 KP, nice. Und interessant ist, es gibt hier halt die SP-Pokémon. Die sind ja eh immer Basis-Pokémon. Gibt es die hier in Diamant-Perl? Ich glaube schon. Ich habe es ganz gesehen. Oder gibt es nur ein Platin? Das wäre natürlich doof. Die Rare ist Regeis. Auch das leider nur eine Regular Rare. Ah, schade. Kein Hit in Set. Das ist schade. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein paar tolle Artworks gesehen, denke ich. Regeis mit Regi-Bewegung und Eisreflektor. Auch eine schöne Karte. Damit haben wir drei Regular Rares gezogen. Die hole ich mal vorne. So zum Abschieden. Ich würde sagen, das Latias kommt auch mit nach vorne. Das war echt schön.
Latias und lass mal so liegen. Dann sieht jetzt nicht, weil die Facecam da ist. Da, so. Und die drei Pokémon, die wir gezogen haben. Burmadame, Regice und Heatran. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welchen von den drei Karten findet ihr am nicesten? Ich glaube vom Artwork her auf jeden Fall Heatran meine Nummer 1. Übelkeit kann ich nicht zu sagen, dafür hab ich das nicht gespielt zu der Zeit und kann es jetzt schlecht einordnen. Lasst gerne in die Kommentare halt dann da, wen ihr am schönsten findet. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Es gibt wahrscheinlich Scribble.io, also schaut gerne rein und lasst euch ein bisschen bespaßen, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss, euer Tywald. Ciao.